Es geht weiter mit Tag Nummer 13, und zwar das richtige Spazierengehen. Hier werde ich dir nicht zeigen, wie wir jetzt rausgehen und draußen spazieren gehen. Darum geht es in diesem Video nicht, sondern hier geht es primär darum, die Vorbereitungen zu treffen. Denn wir sind immer noch in der Hausordnung. Und in der Hausordnung wollen wir, dass der Hund allgemein zu Hause ruhig ist. Und das Spazierengehen führt oftmals zu einer Aufregung. Und hier zeigen wir dir, wie du ein Ritual aufbaust mit deinem Hund, damit es dann zu einem ruhigen Spaziergang gehen kann. Oftmals ist es so, dass Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen ihre Welpen extrem aufdrehen, wenn es um das Spazierengehen angeht. Denn Welpen sind in der Regel nicht so motiviert, rauszugehen. Und dann wollen die Besitzer den Hund sowas zu motivieren. Ja, komm, wir gehen jetzt Gassi, wir gehen jetzt spazieren, raus mit dir, um den Hund zu motivieren. Und das ist ja eigentlich sehr fatal, denn der Hund lernt dadurch, Aufregung zu verspüren, sobald es rausgeht. Im Welpenalter ist das Ganze noch relativ ruhig, aber sobald dann der Hund beginnt, in die Pubertät zu kommen oder dann ausgewachsen ist, dann fängt der Hund dann an, jedes Mal, wenn du rausgehen möchtest, extrem aufzudrehen. Und das möchten wir nicht, denn wenn wir später in Woche 5 die Leinenführigkeit trainieren, dann ist das wirklich das Fundament. Denn wenn dieses Training oder dieses Ritual hier nicht funktioniert, dann wird dann später die Leinenführigkeit erst recht nicht funktionieren. Solltest du also einen Welpen oder einen Junghund haben, dann versuch das Ganze zu vermeiden, den Hund, bevor du spazieren gehst, extrem aufzuregen. Sondern wirklich ganz ruhig, entspannt, anleinen, kommentarlos nach draußen gehen. Und bitte denk daran, wir befinden uns immer noch in der zweiten Woche der Grundgehorsam, sprich die Hausordnung. Und dieses Training und dieses Ritual, das wir dir jetzt zeigen, solltest du mindestens noch die Woche 3 und Woche 4 durchgehend umsetzen, damit dann überhaupt das Training der Leinenführigkeit richtig fruchtet. Wenn du das Ganze nicht richtig konsequent einhältst, dann wirst du später in der Leinenführigkeit Probleme haben. So, wir beginnen jetzt mit Phase 1. Phase 1 ist die Vorbereitung. Wir zeigen dir jetzt, was du alles benötigst, damit du einen Spaziergang gut umsetzen kannst und damit du von Anfang an gut vorbereitet bist und nicht beim Rausgehen oder beim Vorbereiten dann alles noch suchen musst. Wir empfehlen dir in diesem Fall eine Gassitasche, ob es jetzt eine Bauchtasche ist oder jetzt eine Umhängetasche, das ist dann vollkommen dir überlassen. In diesem Fall haben wir hier eine Bauchtasche, wo wir alles drin haben, was wir zum Gassi gehen benötigen. Und hier haben wir dann sowas drin wie Pfeife für den Rückruf, ein Klicker, dann haben wir hier Leckerlis. Idealerweise hast du hier zwei Fächer, wo du einmal ein normales Leckerli hinzufügen kannst und einmal ein Jackpot-Leckerli. So kannst du dann die jeweiligen Verstärker individuell einsetzen. Zusätzlich Kotbeutel nicht vergessen und in unserem Fall haben wir noch zusätzlich einen Breaking Stick. Der dient einfach nur dafür da, falls dein Hund mal in irgendeiner Beißerei geraten sollte und der eine oder andere Hund sich festbeißen sollte, hat man hier die Möglichkeit, schnell zu reagieren, um den Kiefer aufzubekommen. Zusätzlich kannst du auch vielleicht noch Wasser mitnehmen, Impfpässe, je nachdem, ob du die mitnehmen musst oder auch nicht. Ansonsten Spielzeug, je nachdem, was du benötigst oder wenn du weißt, okay, ich mache bei jedem Spaziergang eine bestimmte Übung, dann kannst du das Ganze schon alles vorbereiten und in deiner Tasche hinzufügen. Dir sollte schon bewusst sein, was du an Equipment benötigst. Hierzu haben wir dir schon einen Download zur Verfügung gestellt. Und wenn du einmal weißt, was du an Equipment benötigst, sprich eine Schleppleine, einen Kurzführer oder eine 1 Meter oder eine verstellbare Leine brauchst, dann solltest du das Ganze schon gut vorbereiten, so dass du dann schnell dein Equipment nehmen kannst und jeweils den Hund dann schnell anleinen kannst. Phase 2, die Desensibilisierung. Unsere Hunde sind wirklich sehr, sehr, sehr intelligente Wesen und sie können sehr gut beobachten. Das heißt, sie können schon wahrnehmen, wenn wir uns vorbereiten, um rauszugehen. Und dadurch, dass Hunde gerne rausgehen, sofern es kein Welpe ist, dann werden sie schnell aufgeregt und rennen dir dann vielleicht hinterher und gehen dann vielleicht zur Leine oder zur Tür, weil sie schnell rausgehen wollen. Wenn der Hund sich eben so verhält, dann wirst du später bei der Leinenführigkeit Probleme haben, den Hund leinenführig zu bekommen. Deswegen wollen wir den Hund desensibilisieren und beobachten, welche Auslösereize er hat. Bei jedem Hund ist es unterschiedlich. Bei den einen ist es vielleicht, wenn man nur alleine die Leine in die Hand nimmt oder wenn man zur Tür hinläuft oder wenn man sich vielleicht die Jacke anzieht.
Und genau das werden wir jetzt mal so ein bisschen machen, um Amalia mal ein bisschen aus die Reserve zu locken, um zu schauen, was bei ihr der Auslösereiz ist. Und das wird dann aktiv trainiert. Das musst du aber dann für dich individuell mit deinem Hund eben herausfinden. Und Auslösereize können unterschiedliche Sachen sein. Es könnten Objekte sein, es kann ein Geruch sein, es kann eine Uhrzeit sein. Es kann vielleicht eine bestimmte Aktion, eine Verhaltensweise von dir sein. Und das müssen wir jetzt einfach mal erkennen. Da Amalia diese Übung schon sehr gut kennt, ist es so, dass wir dir erstmal etwas zeigen oder es zeigen, wie es aussehen sollte, dass der Hund konstant ruhig und ausgeglichen ist. Wir haben hier einen Auslösereiz, den Amalia sehr gerne mag und den werden wir dann später auch noch einmal benutzen, damit du sehen kannst, wie der Hund dann eventuell aufgedreht sein könnte. Du musst dir aber jetzt hier nochmal im Klaren sein, dass der Hund in diesem Fall immer noch entweder an seinem Hundeplatz angeleint ist oder in der Hundebox oder im Kennel ist. Das heißt, der Hund wird hier keine Möglichkeit haben, sich selbst zu bestätigen, indem er einfach mal vielleicht hier hinterherläuft. Wir werden jetzt gemeinsam etwas simulieren, und zwar den Spaziergang nach draußen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Wort Gassi sagen, da reagieren vielleicht sogar sehr viele Hunde darauf und dann fangen sie dann an, oh, was, Gassi? Und dann fangen sie hier an rumzurennen, laufen zur Leine, zum Halsband, zur Tür. Das möchten wir vermeiden. Sollte das der Fall sein, wenn wir das Wort Gassi sagen, ich sage das jetzt bewusst, weil das jetzt schon mal eine Simulation ist, Amalia bleibt ruhig und entspannt, wenn ich das Wort Gassi sage. Sollte aber dein Hund nicht ruhig und entspannt sein, dann schickst du ihn natürlich wieder auf seinen Platz. Und hier solltest du das Deckentraining nochmal im Hinterkopf beibehalten, denn dort wird genau das eben beigebracht. Das heißt, ihr wisst Bescheid, Paulina hat euch das Ganze schon gezeigt. Der Hund ist an der Leine, auf deinen Platz schicken und auch zeigen. Da hast du Hör- und Sichtzeichen und der Hund kann wieder auf seinen Platz zurückgehen. Wir haben jetzt gesehen, Auslösereiz Gassi ist bei Amalia kein Problem. Wir können das Ganze jetzt ein bisschen erweitern. Wir gehen jetzt einfach mal zum Halsband. Nehmen mal ein Halsband in die Hand. Und da kann man jetzt schon beobachten, dass Amalia jetzt schon mal guckt. Aber sie ist immer noch ruhig und entspannt auf ihrem Platz, obwohl sie jetzt schon eine kleine Erwartungshaltung hat, weil ich halt eben ein Halsband habe. Sie ist es jetzt nur wichtig zu wissen, dass wenn ich ein Halsband in der Hand halte, dass es nicht gleich unbedingt heißt, dass ich das hier anziehe oder dass wir jetzt auch direkt rausgehen. Das heißt, das darf jetzt für sie kein Auslösereiz werden. Ich ziehe sie jetzt an, weil sie jetzt gerade ruhig ist. Es passiert aber nichts. Sie bleibt immer oder sollte zumindest noch da sein oder auf dem Platz bleiben. Und das kannst du über den Tag verteilt so machen. Du nimmst einfach mal über den Tag verteilt, auch wenn du jetzt gerade nicht vorhast rauszugehen, nimmst einfach mal das Halsband in die Hand, klickst ein bisschen rum, ziehst es hier vielleicht mal an, ziehst es wieder aus, bringst es wieder zurück auf den Platz, sodass der Hund merkt, dieses Halsband hat überhaupt keine Bedeutung und es wird nicht nur dann benutzt, wenn wir rausgehen. Und genau das ist der Fall gerade bei Amalia. Oftmals ist es aber so, sobald du ein Halsband in der Hand hast, läufst du auf den Hund zu und der Hund läuft schon da auf dich zu, da solltest du die Übung schon beenden bzw. abbrechen. Wieder Deckentraining, Hund ist sowieso angeleint, er kann sich nicht selbst bestätigen und dann schickst du ihn wieder auf deinen Platz. Am besten mit Körpersprache arbeiten, sodass er wieder zurückgeht und sich beruhigt. Erst wenn er ruhig ist und dir nicht entgegenkommt, dann leinst du ihn wieder an bzw. ziehst ihn das Halsband an. Wir ziehen jetzt einfach das Halsband wieder aus, bringen es wieder zurück. Wir wissen jetzt aber auch, dass das Auslösereize sind. Das war jetzt etwas, ich habe mich jetzt hier hingenähert. Vorne, auf dem Platz. So ist fein. Wieder Stichpunkt oder Stichwort Deckentraining. Sichtzeichen, Hörzeichen auf den Platz schicken. Amalia ist jetzt nicht angeleint, aber in deinem Fall sollte zumindest in diesen 21 Tagen der Hund angeleint sein und er hätte diese Möglichkeit nach vorne zu laufen gar nicht gehabt. Sollte dein Hund natürlich angeleint sein oder beziehungsweise ein Halsband schon anhaben, dann kannst du diese Übung mit dem Halsband natürlich nicht machen. Da kombinierst du das Ganze mit der Leine einfach. Sollte der Hund nicht angeleint sein, wie jetzt im Fall von Amalia, dann kannst du das mit dem Halsband üben. Also da musst du ein bisschen flexibel sein und die Situation dementsprechend auch anpassen. Es gibt einen Auslösereiz, auf den die Hunde besonders stark reagieren.
Und zwar, wenn der Mensch die Jacke anzieht oder Schuhe anzieht. Denn das bedeutet in der Regel meistens, entweder gehen wir zusammen raus mit dem Hund oder der Mensch geht alleine raus. Also es passiert irgendeine Aktion. Und genau das möchten wir halt eben im Hund löschen, also dieser Gedanke. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal die Jacke. Zieh die Jacke einfach mal an. Amalia guckt mich jetzt schon an, hat eine leichte Erwartungshaltung. Ich gehe, streichle sie jetzt einfach mal, weil sie jetzt ruhig ist. So ist fein. Platz. Ich ziehe die Jacke wieder aus. Sie sieht, ah, okay. Komischer Mensch, der zieht jetzt einfach die Jacke an, kommt mich streicheln. Wenn du natürlich diese Kombination konstant machen würdest, Jacke anziehen und streicheln, dann würde der Hund irgendwann mal auch etwas anderes damit konditionieren. Wenn die Jacke angezogen wird, dann werde ich gestreichelt. Ein weiterer Auslösereiz ist der Schlüssel. Sobald der Mensch sich den Schlüssel in die Hand nimmt, dann reagieren Hunde oftmals darauf. Denn er weiß, entweder geht der Mensch gerade alleine weg oder er geht mit mir zusammen spazieren. Schlüssel einfach mal über den Tag verteilt mal nehmen, irgendwo hinstellen, sodass der Hund nicht reagiert. Und wenn der Hund reagieren sollte, wie gesagt, in der Regel ist er entweder im Kennel oder halt eben noch angeleint an seinem Hundeplatz und da kann er sich selber nicht bestätigen. Dasselbe machst du dann auch mit der Tür, dann gehst du mal zur Tür, öffnest mal die Tür und schließt die Tür und so checkt der Hund ab, es passiert gar nichts. An Tag Nummer 9 haben wir gemeinsam das Training Protocol for Relaxation gemeinsam durchführt. Da sind Übungen, die wir jetzt gerade hier kurz angedeutet haben, die genau an diesem Tag trainiert wurden. Das heißt, dieses Training Protocol for Relaxation wird dir dabei sehr behilflich sein. Da werden so Sachen reingebracht, wie mal an der Tür klingeln oder man macht die Tür auf und man tut so, als würde man sich mit irgendjemandem unterhalten und der Hund sollte parallel immer noch ruhig bleiben. Das sind alles Übungen, die dir dabei behilflich sein können, dieses Training zu optimieren. So, und jetzt geht's los mit Phase Nummer 3, die Ritualisierung. Die Ritualisierung wird in den nächsten Wochen für dich sehr, sehr wichtig sein und die solltest du konstant durchziehen. So wie wir dir das jetzt zeigen, wirst du die Möglichkeit haben, jetzt dann in Woche 3 und Woche 4 das Ganze perfekt umsetzen zu können, damit wir dann in Woche 5 perfekt auch in die Leinenführigkeit einsteigen können. Bei der Ritualisierung geht es im Prinzip darum, du stehst einfach auf. Der Hund, wie wir jetzt gerade gezeigt haben, in der Desensibilisierung muss konstant ruhig und entspannt bleiben. Idealerweise ist der Hund dann noch angeleint oder halt eben einem Kennel. Du holst den Hund ab und leinst ihn an und ladest ihn ein, mit dir rauszugehen. So, und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt Amalia einfach mal unkommentiert anleinen und ich lade sie ein, mit mir gemeinsam nach draußen zu gehen. Ich achte jetzt nur darauf, dass sie ruhig und ausgeglichen ist. Sollte sie auf mich zukommen mit einer aufgeregten oder erwartungsvollen Haltung, dann schicke ich sie wieder zurück auf ihren Platz. So, dann nehmen wir einfach mal das Halsband und die Leine. Und parallel ist das jetzt hier auch schon eine Provokation, wenn ich jetzt schon mit dem Halsband und der Leine hier so rumspiele. Ihr habt jetzt gerade gesehen, Amalia hat schon eine leichte Erwartungshaltung, aber sie beobachtet mich nur und das ist vollkommen okay. Ich nähere mich hier ran und dann merke ich schon, da ist eine leichte Erregung, weil sie mit der Rute ein bisschen wedelt. Und in diesem Fall solltest du die Ritualisierung dann so umsetzen, dass du sie erstmal ins Sitz bringst, weil so kann sie sich dann besser auch zügeln, sage ich mal. Fräulein, Sitz. Jawohl. So, wenn der Hund jetzt einmal angeleint ist, ist es hier umso wichtiger, dass der Hund auch immer noch da bleibt. Denn oftmals ist es so, sobald der Hund angeleint ist, rennt er einfach dahin. Fräulein, auf deinen Platz. Und da ist es wichtig, dass du den Hund einlädst. Das heißt, es darf keine eigene Entscheidung von dem Hund auskommen, dass er sagt, okay, jetzt bin ich angeleint und jetzt gehen wir. Ich bring dich mit, so in der Art, ne? Aber wir bringen den Hund mit und laden ihn auch mit der Körpersprache ein. So blockiere ich ihn, gebe sie jetzt frei und sage einfach komm und lade sie ein, mit mir zu kommen. Immer noch in einer ruhigen und ausgeglichenen Haltung. Amalia, Sitz. Sehr gut. Bau dann hier auch schon den Blickkontakt auf.
Im Training Blickkontakt haben wir dir ja schon gesagt, dass es zwei unterschiedliche Sorten vom Blickkontakt gibt. Einmal den spontanen Blickkontakt und einmal den gezielten Blickkontakt. Wenn der Hund dir schon automatisch den Blickkontakt gibt, dann wird das Ganze auch mit einem Markersignal direkt bestätigt und du kannst ihm etwas geben. Sollte der Hund dich nicht anschauen, dann kannst du einen gezielten Blickkontakt aufbauen. Amalia, schau. Jawohl. Ich mache jetzt einfach mal die Tür auf und wiederhole das Ganze. Amalia? Jawohl, fein. Eine offene Tür bedeutet nicht gleichzeitig, dass wir unbedingt rausgehen. In diesem Fall ist es eine Ritualisierung und dann machen wir das auch. Aber ansonsten kannst du diese Übung auch bei der Desensibilisierung reinfügen. Dann machst du einfach die Tür auf, genau bis dahin, und dann führst du deinen Hund einfach wieder zurück auf seinen Platz. In diesem Fall lade ich jetzt Amalia ein, mit mir gemeinsam rauszugehen. Amalia? Ja. Und hier, ganz wichtig, oftmals hört man, der Hund darf niemals vor mir laufen oder darf niemals vor mir in die Tür reingehen oder in die Wohnung reingehen. Wir machen das bewusst so, dass wir gemeinsam rausgehen und den Hund nicht vorne, nach vorne brechen lassen. Aber nicht, weil wir jetzt hier eine Machtdemonstration haben wollen, sondern einfach nur, weil wir den Hund dadurch besser kontrollieren können. Denn wenn wir jetzt beispielsweise die Tür aufmachen und der Hund rennt und angenommen, dein Hund ist vielleicht nicht verträglich und plötzlich im Treppenhaus sind freilaufende Hunde, dann hast du keine Chance, dort zu agieren. Und deswegen halten wir immer das Ganze so, dass wir den Hund kurz anhalten, wir gehen zuerst raus und laden den Hund dann ein, rauszugehen. Und sollte dein Hund in diesem Fall immer wieder nach vorne brechen, dann solltest du die Übung wirklich von Anfang an ruhig gestalten und dann sagst, okay, hier hast du den Bogen überspannt und dann geht es im Prinzip wieder auf seinen Platz, seine Ruhephase, schickst ihn auf seinen Platz, wartest, bis der Hund eine ruhige, ausgeglichene Haltung eingenommen hat und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Hier kann es aber je nach Situation, die entstehen kann, vielleicht ein bisschen länger dauern. Weil wenn der Hund jetzt hier richtig aufgedreht ist, dann kann es vielleicht bis zu 5 Minuten dauern. Sollte der Hund von vornherein, wenn wir die Tür öffnen, nach vorne ziehen wollen, dann hast du hier die Möglichkeit, erstens mit der Tür zu spielen, dass du die Tür nicht sofort aufmachst, sondern erst die Tür langsam öffnest. Und wenn du merkst, dass der Hund schon mit der Schnauze an die Tür rangeht, weil er raus will, dann kannst du ihn direkt mit der Hand und mit deinem Körper blockieren und ihn quasi nach hinten bringen und wieder ins Sitz, bis er eine ruhige, ausgeglichene Haltung eingenommen hat. Wenn die Tür dann offen ist und der Hund immer noch ruhig ist, dann gehen wir gemeinsam raus. Und wenn wir vom Spazierengehen wieder zurückkommen, genau dasselbe Spiel wieder. Den Hund vor der Hauseingangstür warten lassen, sitzen. Wenn er dir einen spontanen Blickkontakt gibt, perfekt. Wenn nicht, dann bauen wir ihn wieder auf mit einem gezielten Blickkontakt. Amalia, schau. Jawohl. Jetzt halten wir die Abstände gerade bewusst kurz, aber Ziel ist es, diese Abstände länger zu halten und das machen wir jetzt auch. Amalia, schau. Und komm. Laden den Hund wieder ein, reinzukommen. Und ganz wichtig, den Hund nicht jetzt ableinen und in der Wohnung freigeben. Nach einem Spaziergang ist wieder Ruhe angesagt. Das heißt, der Hund wird wieder auf seinen Platz begleitet. Amalia, Hör- und Sichtzeichen. Geh auf den Platz. Wird abgeleint. Und je nachdem, ob du jetzt einen Kennel hast, eine Hundebox hast oder halt eben den Hund auf seinen Platz anleihen möchtest oder kannst, wird der Hund jetzt hier angeleint und er soll jetzt nach dem Spaziergang runterkommen. Dann lässt du ihn 10, 15 Minuten einfach runterkommen und danach kannst du ihn unkommentiert einfach ableihen, sodass er ruhig und entspannt sich in der Wohnung bewegt und nicht mit dieser Aufregung, ah, wir sind jetzt zu Hause angekommen, ich mache jetzt, was ich will und mache hier weiter Party. Zu Hause ist Ruhe angesagt. So, das war jetzt Tag Nummer 13 mit richtig spazieren gehen. Halte dich an diese Rituale, an diese Regeln. Vor allem in den nächsten Wochen wird es sehr wichtig sein, damit du dann einen guten Start in der Woche 5 mit der Leinenführigkeit haben wirst. Und im nächsten Video, Tag Nummer 14, geht es dann weiter mit dem Thema Besuch empfangen. Viel Spaß!